Herzlich willkommen zu Prima, dem Charity Talk der Hansestadt Hamburg von Sponsoren für Hamburg. Völlig selbstverständlich und fast wie von allein schaffst du es, einer von den Guten zu sein. Ohne jedes Kalkül gibst du so viel und behältst es doch für dich. Das ist ein Textauszug aus einem Song von Christina Stürmer. Der Song heißt Stille Helden. Und Stille Helden haben wir bei uns heute zu Gast. Unter dieser Kategorie gewannen meine Gäste nämlich den Bambi 2011. Und zwar für die Initiative Kinderleben e.V., ein Kindertageshospiz in Hamburg. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Die Initiatorin von Kinderleben e.V. ist nämlich Esther Peter. 2006 wurde sie selbst schwer krank und konnte nur noch durch eine Notoperation gerettet werden. Dieses Erlebnis hat sie sehr dankbar gemacht für jede Minute des Lebens. Nun engagiert sie sich für andere, will dem Leben etwas Positives zurückgeben, wie sie sagt. Und Kinderleben e.V. ist das Ergebnis. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und ich freue mich auch, dass Herr Ronald Richter da ist. Er ist Fachanwalt für Steuerrecht. Eines seiner weiteren Fachgebiete ist das Recht der Pflege. Der Vater einer Tochter vertritt Kinderleben e.V. und doziert auch nebenbei noch an zahlreichen Einrichtungen, unter anderem an der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Des Weiteren ist er seit November 2004 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Sozialrecht im Deutschen Anwaltverein. Herzlich willkommen. Ich danke Ihnen. Und zu meiner Linken begrüße ich sehr herzlich Franziska Speicher. Sie ist examinierte Kinderkrankenschwester und ist relativ frisch bei Kinderleben e.V., nämlich seit dem 01.01.2012. Zu dieser Berufung ist sie gekommen über eine Kollegin, die, man kennt sich, haben Sie ja gesagt, in diesem Bereich. Sie hat nämlich schon diverse Erfahrungen gerade in diesem Bereich, hat auf einer Kinderintensivstation gearbeitet im ambulanten Kinderkrankenpflegedienst und macht gerade eine Weiterbildung zur Palliativ-Care-Schwester. Herzlich willkommen. Hallo. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Frau Peter, nochmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zum Bambi 2011. Ich kann mir vorstellen, das war für Sie eine wunderbare Erfahrung. Also es war eine Erfahrung. Keine wunderbare Erfahrung. Es war sehr anstrengend. Also wir sind ein recht junger Verein. Uns gibt es erst seit 2008. Und im Oktober wurde er bei uns an und sagte, sie möchten uns ein Bambi übergeben. Wir haben es nicht geglaubt und wir haben nicht zurückgerufen. Gott sei Dank blieben die so am Ball, dass nach mehreren Telefonaten und Versicherungen, dass es ganz ernst gemeint ist, dass wir dann ins Gespräch kamen. Haben Sie gedacht, es sei ein Telefonstreich? Ich dachte, es wäre versteckte Kamera oder es will uns jemand veräppeln und hatte zu meiner Pflegedienstleitung gesagt, ach, das Wort sage ich jetzt nicht, die veräppeln uns, lass mal, brauchen wir nicht anrufen. Bei der Bambi-Verleihung selbst saßen Sie im Publikum? Ja, also als Bambi bei uns anrief, fragten sie, Frau Peter, wir möchten Ihnen als Einrichtung stellvertretend, um das klarzustellen, nicht die Einrichtung als Einrichtung hat die Bambi, den Bambi bekommen, sondern letztes Jahr 2011 war Jahr des Ehrenamtes und wir haben, oder Kinderleben, Hacienda Arche Noah und Babyklappe hat stellvertretend für alle 23 Millionen Deutsche, die sich ehrenamtlich engagieren, den Bambi erhalten, der stille Helden. Und Stefan Brun war dann auf der Bühne, der Preisträger, zusammen mit Ronja Alsdorf. Das ist seine Tochter. Genau. Die hat noch zuvor, also es war wirklich ein verrückter Monat, den Hamburger Sozial-Oscar gewonnen. Also wir haben beide Anrufe zeitgleich bekommen. Montags rief RTL an und sagte, sie kommen zum Drehen für den Hamburger Sozial-Oscar. Und eine Stunde später rief nochmal Bambi an und sagte, sie kommen dann auch zum Drehen für Bambi. Also es war, der Oktober war anstrengend. Und man hat gemerkt, als Sie ehrlich gesagt im Publikum saßen, waren Sie sehr gerührt? Ich war gerührt, aber ich muss auch ehrlich gestehen, es war die Aufregung, die Wochen davor waren sehr, sehr anstrengend und ich konnte es nicht glauben, ja, und es war einfach zu viel und genau. Ja. Man merkt, dass Sie sind ja jetzt, wenn Sie daran denken, auch immer noch ein bisschen, mit dabei. Genau. Herr Richter, als Sie das zum Beispiel gehört haben, die Initiative, die Sie vertreten, bekommt den Bambi. Sie haben bei Ihrer Anwaltsseite auch gleich ein Grußwort hinterlassen. Das fand ich toll. Also das ist natürlich am Ende der Erfolg. Ja. Den Gruß haben wir hinterlassen, weil wir gesehen haben, und wir waren ja live dabei, wie schwer der Weg ist, bis man nach 4 Jahren dann so eine Auszeichnung bekommt. Das Problem ist immer dann, wenn man was mit Kindern machen möchte, dann sind die gesetzlichen Voraussetzungen
ganz schwer zu erreichen, was ja richtig ist, weil man Kinder besonders schützen möchte. Und so haben wir viele Gespräche, um es vorsichtig zu formulieren, mit den Krankenkassen, mit der Heimaufsicht in Hamburg gehabt. Immer mit dem erfreulichen Gefühl, dass man helfen möchte, dass man beraten möchte. Aber gleichwohl sind die Voraussetzungen, ich glaube, wir sprechen gleich noch im Detail drüber, die sind sehr hoch. Und diese Hürde war mit dem Bambi dann tatsächlich genommen. Und deswegen war es Freude pur. Und ich konnte mir gut vorstellen, warum dann auch die Schleusen offen sind. Sie haben es gerade schon angesprochen. Wir sprechen über einige Themen heute. Natürlich aus Ihrer Perspektive, der Initiativ und der Leitung des Ganzen. Dann aus der rechtlichen Perspektive. Was müssen Eltern beachten, vielleicht im Pflegedienst? Und natürlich, Frau Speicher, Sie sind wirklich dann diejenige, die zu den stillen Helden tatsächlich gehört. Denn Sie arbeiten mit den Familien zusammen. Wie ist das für Sie, wenn Sie dann hören, es gibt so eine offizielle Auszeichnung und das Ganze gerät so in die Öffentlichkeit? Ja, dann ist es einmal einfach schön, dass die Arbeit anerkannt wird und schön, dass die Eltern oder die Öffentlichkeit das Gefühl hat, dass es wirklich eine gute, die Eltern wissen das, aber die Öffentlichkeit weiß, glaube ich, nicht, was wir da leisten, warum wir das leisten, und das wird einfach anerkannt und dann, ja, wird es einfach gesehen und wahrgenommen, und die Hemmschwelle, einfach sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wird einfach kleiner dadurch. Sie sind seit dem 01.01.2012 dabei, aber sicherlich nicht wegen des Bambis jetzt zu dieser Initiative Kinderleben gekommen. Das setze ich mal einfach so voraus. Wann haben Sie von Kinderleben gehört? Von Kinderleben gehört habe ich schon sehr früh. 2009 das erste Mal, als wir nach Hamburg gezogen sind. Und habe da auch schon im Hospizdienst gearbeitet. Und auch bei der ambulanten Kinderpflegedienst, bei einem ambulanten Kinderpflegedienst, und habe mich dann aber entschieden zu dieser Form. Einfach weil der Verein mir zusagt, weil ich die Arbeit sehr gut finde und weil das eine Form ist, mit der ich einfach selber persönlich auch gut leben kann. Das ist ein großes Kompliment, Frau Peter. Sie sind. Ist gut, oder? Sie sind ja nicht nur bei Herrn Burda aufgefallen, sondern unter anderem auch bei Start Social. Wir bei Prima TV haben auch mal über Start Social berichtet. Auch dort sind Sie gefördert worden. Ja, also das würde ich jedem Verein, der sich neu gründet, unbedingt empfehlen. Macht bei Start Social e.V. mit. Start Social unterstützt einen mit Coaches. Man darf das nicht unterschätzen. Also man muss schon was dafür tun. Und wir hatten eben das Glück, 2010 zu den 25 besten Einrichtungen von Deutschland zu gehören, wurden ins Kanzleramt geladen. Und das war schon eine schöne Sache. So langsam gewinnen Sie an Prominenz. Sie haben dann mit Frau Angela Merkel auf der Bühne gestanden, jetzt beim Bambi eine gefunden. Wie sprechen die Menschen Sie an? Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann. Also die Öffentlichkeitsarbeit fällt mir sehr, sehr schwer. Deswegen bin ich das immer froh. Ich schicke immer andere vor. Ja. Ich gehe immer mit, aber andere müssen dann die Preise für Kinderleben übernehmen. Das mache ich nicht gerne. Es ist natürlich schön, wenn die Idee, man muss es ja mal sagen, es ist Deutschlands erstes Tageskinderhospiz. Es ist in der Art eine neue Art, Form der Betreuung. Es wurde eine Versorgungslücke geschlossen. Und ich meine, auch das ist eine Sache, Sie wachen morgens nicht auf und denken, da ist eine Versorgungslücke, die schließe ich mal. Also für mich war das überhaupt nicht vorstellbar, dass es so eine Art der Betreuung oder der Form nicht gibt. Wobei ich auch ganz ehrlich sage, natürlich würde ich wieder einen Verein gründen, aber ob ich noch mal was entdecken möchte, was Deutschland noch nicht hat, das ist schon sehr schwer. Also ich glaube, man ist da wirklich völlig unbedarft oder geht da frohen Mutes ran und kann sich überhaupt nicht vorstellen, welche enormen Auflagen man wirklich bekommt, da denkt man im Traum nicht da. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich noch gedacht, ach, das schafft man allein. Und dann irgendwann merkt man aber, man stößt an Grenzen. Und bin dann überglücklich, Herrn Richter kennenlernen zu dürfen, der wirklich uns Tür und Tor geöffnet hat. Und ich
oder wir, der Verein als solches, nicht mehr so angreifbar war oder einfach die rechtliche Beratung hatte, wo man weiß, wir sind auf der sicheren Seite oder auf dem richtigen Weg. Und da bin ich allen unendlich dankbar. Das hört ein Anwalt natürlich am liebsten. Das, was das Großartige daran ist und warum es so schön ist, dass Sie so sagen, Sie sind da so völlig unbedarft, naiv, darf ich auch sagen, rangegangen, ist, wenn eine Idee das erste Mal laut geäußert wird, dann sagt jeder, haben wir doch alle schon gedacht. Nein, sie war vorher nicht da. Und ich weiß noch, als Frau Peter mir das erste Mal erzählte und ich sagte, geht doch rechtlich gar nicht. Geht überhaupt nicht. Wir sind im Gesundheitswesen gewohnt, es gibt ambulante Versorgung und stationäre Versorgung. Und ihr wollt jetzt irgendwas in der Mitte machen? Geht nicht. Die Mitte geht nicht. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, wie machen wir das? Und warum kommt der Krankenkassenvertrag 4 Jahre nach dem Anfang? Er kommt 4 Jahre danach, weil die Qualitätsanforderungen für eine teilstationäre Einrichtung, so nennt man das rechtlich, wie so ein Kindertageshospiz, nach dem Stationieren geht. Nun ist klar, beim Stationieren gehört das Wohnen dazu. Da gehört eine 24-Stunden-Rundumversorgung dazu, eine Heimleiterin und so weiter, auch von der Ausbildung. Das alles mussten wir so langsam mit Fortbildung zu Palliativcare und so weiter, mit Leitungskraft und alles in einer Person abbilden, ganz langsam. Was toll war für mich, war die Erfahrung, dass man tatsächlich auch die Institution, die ja erstmal so groß da stehen, monolithisch, unangreifbar, dass man die mit auf den Weg nehmen kann. Und als mir dann Frau Jüttner vom Verband der Ersatzkassen zum 01.01.2012 geschrieben hat, Vertrag kommt, bitte jetzt nicht wöchentlich anrufen. Das ist der erste in der Republik, aber wir machen den. Da war natürlich die Freude riesengroß. Also wieder Initiativarbeit. Sie haben natürlich auch jahrelang schon in dem Bereich gearbeitet und können das wahrscheinlich auch nachvollziehen, dass es dann etwas Besonderes ist, als Sie davon erfahren haben. Stimmt das? Ist das einzigartig? Das ist einzigartig, weil weil die Kinder tagsüber betreut werden, abends wieder nach Hause in ihr gewohntes Umfeld gehen. Und die Eltern haben, anders als in der ambulanten Pflege, die Möglichkeit, wirklich ihr Kind irgendwo hinzubringen. Und können zu Hause vielleicht auch mal alleine sein und die Wohnung, die Räumlichkeiten für sich genießen, einfach mal schlafen, entspannen, haben aber ihr Kind abends dann wieder bei sich zu Hause. Und diese Form gab es bis jetzt noch nicht. Also da möchte ich wirklich noch sagen, wir nehmen ja nicht nur die kranken Kinder auf. Das Besondere ist, dass wir die gesunden Geschwister ebenso kostenlos mit aufnehmen, was es nirgends gibt. Wir versorgen die. Also ich möchte, auch das ist mir ganz wichtig, wir rechnen separat ab. Wir gehen nicht an Verhinderungspflege, wir gehen nicht an Kurzzeitpflege, wir gehen nicht an das Pflegegeld der Eltern. Ich möchte, das war mir immer wichtig, dass das für die Eltern erhalten bleibt, dass sie das noch für andere Einrichtungen nutzen können, sondern dass wir was Neues machen. Und was für mich ganz wichtig ist, egal wie, wenn ich mein letztes Hemd gebe, die Eltern sollen bei uns nichts dazu bezahlen. Die sollen frei sein. Das ist sehr schön. Und ich hoffe auch, dass dann die Zuschauer gerne dann noch ein bisschen auch dafür etwas tun, dass die Eltern und Sie auch vor allem nicht auch ihr letztes Hemd geben müssen. Wenn Sie etwas spenden möchten, melden Sie sich bitte bei Sponsoren für Hamburg unter www.sponsoren-für-hamburg.de. Und wir leiten das natürlich sofort weiter. Und auch dort, wenn Sie uns anrufen, auf der die Telefonnummer finden Sie dort, dann helfen wir auch gerne weiter und leiten das weiter. Gerne. Das nur so zwischendurch, denn darum geht es ja heute auch in dieser Sendung. Sie alle drei bringen in ihrer Art und Weise sehr viel Power mit in diesem Job. Und eigentlich ist es ja ein Thema, was sehr, sehr hart zu verdauen ist. Also gerade Sie sind ja diejenige, die wirklich auch dicht dran ist. Es geht um schwerkranke Kinder, das muss man einmal noch mal so deutlich sagen, bei all der Hoffnung, die Sie geben. Wie gehen Sie für sich damit um in diesem Job? Also zunächst mal leben die Kinder ja. Und wenn sie leben, haben sie auch Freude, haben sie auch Spaß und wollen an allem teilhaben. Die Geschwister genauso und die Eltern, die mit bei uns sind vielleicht auch, genauso. Wenn sie auch mit Krankheit, muss man Lebensqualität erhalten. Das wird auch gewährleistet und insofern sterben tun wir alle. Das gehört zum Leben dazu. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, kann man den Beruf auch machen.
In verschiedenen Foren wird auch geschrieben, beispielsweise ein Zitat habe ich gelesen, ein Leben im Ausnahmezustand. Sie entlasten die Eltern. Mhm. Ja. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Und wenn man selber Freude am Leben hat, dann kann man die Freude auch einfach geben. Und man braucht genug für sich selber Freiräume und Platz, damit man auch wieder auftanken kann. Und dann bringt man das auch wieder in den Beruf ein. Und das spüren die Eltern und die Kinder. Und deswegen, glaube ich, klappt das auch gut mit uns. Das Tolle ist, finde ich, wenn man mal reingeht, ich durfte ja die Verträge machen, ja, und irgendwie die Buchstaben. Als ich das erste Mal gesehen hatte oder gekommen bin und wusste, jetzt ist ein Kind oder jetzt sind Kinder da, also ich bin nicht zur Besprechung da, sondern ich gucke mir das mal an, hatte ich, wie glaube ich jeder, erstmal so ein bisschen Befürchtung dafür. Und was das Tolle war oder was Tolle ist, es steht dort weder die Krankheit noch die Behinderung im Vordergrund, sondern es wird gespielt, altersgerecht wird was gemacht, musiziert. Und das ist das, was man sich eigentlich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann. Und ich glaube, das ist das Entlastende für Kinder wie für die Familie, dass man sagt, so wie ich mein Kind, das dann 5, 6, 7 Jahre alt ist, zu den Freunden fahre und die spielen dann da, wird das hier gemacht. Und da die Kinder eben Unterstützung brauchen, sind die Kinderkrankenschwestern da, um diese Unterstützung zu leisten. Und das ist die Idee, die ist so fulminant, die ist so großartig. Und deswegen wird es noch viel zu wenig wahrgenommen. Und ich bin gespannt, was nach Bambi und, ich weiß nicht, Sozial-Oscar noch alles kommen wird. Und Prima natürlich. Und Prima natürlich. Sie wollten also gerade was dazu sagen. Ja, ich wollte das nur ergänzen. Also wir haben jetzt 2 schwerstkranke kleine Kinder bei uns, die von uns betreut werden. Und die Mütter haben die Kinder sehr schnell und gerne bei uns gelassen und sagten dann zu ihren Kindern so, du darfst jetzt auch in den Kindergarten gehen. Also diese Freude auch darüber, dass sie da auch eine Form haben, wo sie einfach ja, auch beschäftigt werden, so wie andere Kinder im Kindergarten, die das einfach da noch können. Sie machen gerade eine Weiterbildung zur Palliativ-Care-Schwester, nennt sich das ja. Die Palliativmedizin hat ja da auch die bestimmte Philosophie, eben dort anzusetzen, wie Sie sagen, dass es um das Wohlbefinden hauptsächlich auch geht. Also um die Erhaltung der Lebensqualität und um Schmerzfreiheit. Das ist auch ein großes Thema. Also dass nicht auf zwangsweise quasi das Leben verlängert wird. Ja, sondern dass es in der Zeit Lebensqualität erhalten wird, schmerzfrei gelebt wird und alle die Sachen, die wir auch tun, die Kinder auch machen können. Das ist ganz wichtig. Es gibt verschiedenste Entschuldigung, und nicht an irgendwelchen Geräten hängen müssen und dann einfach nichts tun können, sondern auch die Eltern, dass die Eltern ihre Kinder auf den Arm nehmen können, dass man mit den Kindern schaukeln kann. Also wirklich alles das, was andere Kinder auch tun, natürlich im Rahmen, dass das auch ermöglicht wird. Also wir haben wirklich einfache Beispiele. Wir hatten ein junges Mädchen, was auch nicht sprechen konnte, sich nicht artikulieren konnte. Aber das stand gerne im Wind. Ja? Und die Krankenschwestern sind mit runter und es hat es geliebt, im Windfang zu stehen. Also ich bin ja überglücklich, dass wir in Eidelstedt sind. Deswegen, der Bambi gehört ja auch Eidelstedt, bin ich felsenfest davon überzeugt. Wir sind mitten auf dem Marktplatz. Eidelstedt war so nett zu uns zu sagen, es ist kein Problem, macht das Hospiz hier. Wir haben ein Einkaufszentrum, also natürlich werde ich immer noch angesprochen, dass sie sagen, oh, wir haben die Kinder gesehen, es tut uns leid. Ich sage, wir wollen kein Mitleid. Mitgefühl ist okay, Mitleid brauchen wir nicht, sprecht uns an. Und die Kinder, 3-mal die Woche ist Markt. Also wir hatten einen Jungen, der letztes Jahr verstorben ist, der hat immer Käse gekauft. Ja? Wir können Eis essen gehen, wir können im Windfang stehen. Also wir sind im normalen Leben und das geben wir eben den Kindern mit und ich esse sehr gern, es wird gemeinsam gegessen bei uns, ja. Ich finde es toll, wenn man zusammen am Tisch sitzt, egal ob Kekse, Pizza, was es gibt. Natürlich wird auch auf die Ernährung geachtet, aber es werden schon auch Wünsche erfüllt. Wir machen fast alles machbar, wo man mal Lust hat oder Currywurst essen gehen. Das normale Leben eben und dass das ermöglicht wurde, bin ich allen, die geholfen haben, unendlich dankbar, weil sie können noch so eine gute Idee haben, wenn sie nicht jemanden haben, der die gemeinsam mit ihnen trägt, schafft man es nicht.
Ja, und auch die Einzigartigkeit auch der erkrankten Kinder einfach zu sehen und darauf einzugehen, das ist auch sehr wichtig, was du gerade sagtest in unserer Arbeit. Dass es nicht heißt, die Kinder sind erkrankt, das ist dann so eine Schublade, das sind die erkrankten Kinder, das sind die gesunden Kinder, sondern jedes Kind mit seiner Krankheit, auch wenn es eine Krankheit ist, die andere auch haben, ist wieder einzigartig und hat eigene Bedürfnisse und Wünsche. Darauf gehen Sie ein, auch mit verschiedenen therapeutischen Maßnahmen. Mhm. Da wird musiziert, da wird gespielt, da passiert was Haptisches. Mhm. Wie stellen Sie sich auf ein Kind ein? Wie passiert so ein Kennenlernen? Dass, also die Eltern kommen, bringen die erkrankten Kinder mit, bringen die Geschwisterkinder mit. Dann lernt man sich kennen, indem man sich unterhält, indem man das Kind vielleicht auf den Arm nimmt, indem man ja einfach erfragt, erahnt, erspürt auch manchmal. Wie ist die Familie? Was hat die Familie gerne? Da muss man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln und vielleicht auch abwarten, ob man bestimmte Dinge abfragt oder nicht. Das vielleicht erst das zweite Mal abfragen. Und dann sind die Eltern, die spüren das auch und sehr schnell bereit, auch zu sagen, ja, da kann ich mein Kind lassen. Weil sie einfach merken, sie werden ernst genommen. Und sie brauchen auch ein großes Vertrauen natürlich, ja. Um dann das Kind auch vielleicht loslassen zu können. Denn viele Eltern haben ja auch schon eine Strecke hinter sich an vielleicht sogar schon langjähriger Betreuung, verschiedene Stationen, die sie durchlaufen. Und dann plötzlich haben sie diese paar Stunden, wie Sie sagten, Freiheit, mal ein normales Leben, mal über den Markt gehen, mal Käse einkaufen, die simplen Dinge. Oder wirklich auch mal zu schlafen, auch mal tagsüber zu schlafen. Also machen wir auch manchmal gerne und das geht einfach nicht, wenn man ein erkranktes Kind hat. Um das man sich immer kümmern muss. Sie haben natürlich jetzt das gerade mit den Krankenkassen angesprochen, mit dem Kampf. Gerade wenn man so etwas hört, da wird eine wirkliche Lebensverantwortung quasi in das Haus übergeben. Das macht wahrscheinlich vielen auch Angst, aber hat natürlich auch was Positives. Wie sehen Sie das aus der anwaltlichen Sicht? Weil Sie sagten, oh, der Spagat alleine schon, Kindertagespospiz und dann wieder abgeben und so weiter. Was ist das deutsche Rechtssystem da zuvorkommt? Oh, zuvorkommt sicherlich nicht. Aber es ist am Ende offen. Es ist so gut wie die praktischen Anwender. Das Problem ist tatsächlich, dass eben Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Und das dauert einige Zeit, bis man die insbesondere im personellen Bereich zusammen hat. Das ist eigentlich, sagen wir mal, die Schwelle, die das Recht legt. Schafft es eine Einrichtung tatsächlich, so viel Personal vorzufinanzieren, auch in der Ausbildung, um diese Schwelle zu schaffen? Wenn es dann geschafft ist, dann hat das Recht, glaube ich, oder das Gesetz Recht gehabt. Es geht um den Schutz von Kindern. Also ich war überrascht, wir haben ja in dieser Stadt über Chantal geredet und uns gefragt, wie so etwas passieren kann. Wenn ich das mir vorstelle, dass das muss man noch mal einmal erklären, genau, Entschuldigung, das vernachlässigte Mädchen, das dann Methadon genommen hat und daran gestorben ist, in einer Pflegefamilie, die ausgesucht wurde. Ich habe, als ich das gehört habe, mich nur daran erinnert, wie engmaschig wir bei Kinderleben von der städtischen Heimaufsicht kontrolliert, begleitet wurden. Und wie es noch heute ist, die kommen alle halbe Jahr, angemeldet allerdings, weil sie den Betrieb nicht so stören möchten. Und denen fällt jede Wand auf, die wir für unseren Snuselingraum gebaut haben und fragen sofort, hat das die Bauaufsicht schon abgenommen? Also da merkt man auch, wie mit Herz und Seele die Mitarbeiterinnen dabei sind. Ich habe das immer als gut empfunden und als richtig, weil es dem Schutz der Kinder gilt. Und es war immer auch zu merken, der Beratungsansatz ist da. Aber man hat daran gemerkt, finde ich, hier wird eine Einrichtung, die da feststeht und wo man, glaube ich, beim ersten Mal reinkommt, den Eindruck hat, das hat alles Hand und Fuß und auch ein Konzept, das dahinter ist, wird so betreut, dass man manchmal denkt, diese Mitarbeiter fehlen an anderer Stelle im ambulanten Bereich, wo sie vielleicht etwas zielgerichteter eingesetzt werden können. Also ich habe das nicht als Rechtsanwalt jetzt als Fessel empfunden, sondern das ist ein Schutzwall, der gut und richtig da ist. Ob es am Ende dann immer dieses Statische, wie ich es versucht habe zu erklären, ambulant und stationär und dazwischen gibt es nichts, das Richtige ist, will ich gar nicht bewerten. Wir sind auf dem Weg, das zu verändern und insofern ein lernendes System und Kinderleben zeigt für mich, dass das System funktioniert und lernt. Und
wenn das erste Kindertageshospiz da ist und diese Ehrung bekommen hat, dann werden Sie demnächst die ersten Anfragen kriegen, Frau Peter, ob man coachen kann, um das in Dortmund, in München, in Stuttgart und wo auch immer auch macht, weil es eine echte Versorgungslücke ist. Also dieses, die Eltern unterstützen eben nicht stationär im Hospiz die letzten 3, 4, 5 Wochen oder mal zwischendurch wie eine Kur, sondern täglich oder dann, wenn der Bedarf dasteht, konstant und abends hat man es wieder in der Familie. Das ist das Wichtige. Das Problem ist, ich darf es einmal, denke ich, so offen sagen, warum auch Spenden gut sind an der Stelle, weil die Krankenkassen eben nur die Leistungsstunde bezahlen, die der Arzt verordnet hat, weil er sagt, die Eltern sind jetzt also so weit, die brauchen mal Unterstützung. Und die 2, 4, 8, 6 Stunden, die das Kind dann da sind, die werden bezahlt. Aber all die Ausbildung, all die Vorhaltekosten, die werden eben nicht bezahlt. Und da hat sich Kinderleben entschieden, da sollen nicht die Eltern dann mit einem Spendenbeitrag, wie es ja viele Hospize machen, ansonsten auch wohl zu Recht, um zu sagen, dass der Eigenanteil, hier kein Eigenanteil, den Eigenanteil, den substituieren wir mit Spenden. Also liebe Zuschauer, wieder mal der Aufruf, melden Sie sich gerne bei Sponsoren für Hamburg, wenn Sie spenden möchten. Der Kleinbeträge, Sie kennen das ja in dieser Sendung, die helfen auch viel. Denn es gibt manchmal Kleinigkeiten, die fehlen. Gerade beispielsweise eine Duscheinrichtung, habe ich bei Ihnen auf der Seite gelesen. Da hatten Sie zuletzt Spenden für gesucht. Eine Pflegedusche-Bett. Pflegedusche-Bett, genau. Ich nannte das jetzt einfach mal. Eine Badewanne ist das, ne? Auf eine transportable Badewanne eigentlich. Also eigentlich auch Dinge, die sozusagen Ihnen auch die Arbeit erleichtern, wo man einfach noch mehr am Tage auch in die Pflege übernehmen kann mit verschiedenen Bereichen. Nee, die erleichtert das nicht. Erleichtert nicht unsere Arbeit, weil die werden eigentlich zu Hause gewaschen, die Kinder. Aber viele Kinder sind einfach, oder das Medium Wasser ist für viele Kinder einfach was ganz Herrliches, eigentlich für alle Kinder. Und bei vielen Erkrankungen oder ja, können die Kinder nicht mehr ins Schwimmbad gehen zum Beispiel oder manche Eltern haben zu Hause keine passende Badewanne und da kann man einfach das Wasser anbieten, um zum Beispiel Entspannung anzubieten. Das ist der Hintergrund, nicht unsere Arbeitsentlastung. Das Wobei das natürlich auch entlastend sein kann, wenn man es hoch und runter fahren kann. Also dann doch noch ein paar Euro draufpacken, damit das Ding hoch und runter fahren kann. Macht ja nichts im Moment. Fragen kann man ja erstmal. Ich möchte nur eins sagen, es gibt bereits ein zweites Tageskinderhospiz, was in Frankfurt oder gerade, eröffnet wurde. Und auch die Anfragen von anderen Bundesländern kamen schon, wobei ich mich da noch sehr bedeckt halte. Ja. Und dieses zweite Tageskinderhospiz, wir haben die zum Beispiel Mitarbeiter kennengelernt bei der Palliativcare-Weiterbildung, haben auch schon bei uns angerufen, haben schon Ratschläge eingefordert. Wie macht ihr das? Kann man das vielleicht zusammen irgendwie machen? Oder ja, also da wird auch zusammengearbeitet, weil man sich einfach austauschen kann und unterstützen kann gegenseitig. Also mein Konzept ist auch offen. Ich weiß, da kriege ich jetzt wieder Schimpfe. Also ich verschenke das Konzept. Also wir haben so ein Kurzkonzept. Wer es haben will, kriegt es zugeschickt. Es ist für mich kein Geheimnis. Also die Umsetzung muss nämlich jeder selbst machen, ja. Also und darin liegt die Arbeit. Und deswegen bin ich da völlig offen. Und wenn es noch ganz viele gibt in Deutschland, auch das ist einfach ein Traum. Oder dann bin ich dankbar. Und dann ist es auch okay. Sie stecken wirklich sehr, sehr viel Energie rein, geben alles raus. Ja. Ja. Ich warte mal, was Herr Richter nachher genau, zu mir sagt. Genau, der Rechtsanwalt guckt schon wieder. Das ist ja Ihr eigenes Leben. Ich bin ja nicht Betreuer. Ja. Nein, aber es geht ja ums. Nein, aber ich sag mal, es gibt ein Kurzkonzept. Das andere Konzept hat 300 Seiten, 350 Seiten. Das geben wir natürlich nicht raus. Ja, aber es gibt ein Kurzkonzept, was jeder haben kann. Und ich sag mal, die Umsetzung liegt ja an jedem selbst. Ob er die Idee aufgreift und wie er die umsetzt, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Aber definitiv ein Konzept, was jetzt schon Nachahmer findet. Wie viel Vertrauen haben Sie eigentlich in die Medizin, wenn Sie als Kinderkrankenschwester in einem Hospiz arbeiten? Also grundsätzlich habe ich viel Vertrauen in die Medizin, weil wir ja auch mit den Ärzten zusammenarbeiten natürlich. Und ohne Medikamente geht es einfach in der Schmerztherapie nicht. Das sind so, ich würde sagen, zwei Paar Schuhe. Palliative Medizin ist wieder was anderes als kurative Medizin. Also eine Intensivstation kann durchaus sehr sinnvoll sein, wenn das Kind wieder gesund wird. Wenn man aber weiß, das Kind wird nicht gesund, ist es
nicht sinnvoll, das Kind an den Geräten zu lassen und auf Biegen und Brechen weiter zu beatmen und Medikamente reinzupumpen, obwohl man weiß, das Kind möchte sterben, kann aber nicht. Also das sind zwei verschiedene Bereiche und da ist noch viel Arbeit zu tun, dass das auch dann so auch in dem Krankenhaus gewährleistet wird, sage ich mal, dass das Kind vielleicht verlegt wird oder dann zu Hause sein kann oder auch ins Tageshospiz zu gehen oder in ein stationäres Hospiz. Lebensverkürzend ist da die Sprachregelung. Über welche Zeiträume sprechen wir da? Das können Wochen sein, Tage, Stunden, das können Monate und auch Jahre sein. Also das kann man nie sagen. Bei manchen Kindern denkt man vielleicht, sie werden 15, 16. Die Diagnose wurde vielleicht gestellt, als sie 6 Jahre alt waren. Und dann sterben sie ein Jahr später, obwohl niemand damit rechnet. Also der Tod ist nicht planbar. Sie sind täglich damit ja konfrontiert. Sie sind aber hauptsächlich, vor allem, wie Sie ja sagen, von Ihrer Einstellung auch her eher mit dem Leben konfrontiert. Sie haben es vorhin auch ganz am Anfang dieser Sendung in aller Deutlichkeit gesagt. Die Kinder leben. Deswegen der Name Kinderleben. Zum Glück in dieser Formulierung auch. Wie kann man das auch Eltern begreiflich machen? Die Kinder leben. Sie brauchen jetzt vielleicht die Pflege, aber sie brauchen jetzt auch... Also ich glaube, die Eltern wissen das und die Eltern spüren das. Und der Wunsch der Eltern ist genau der, dass wir das tun, was wir jetzt auch tun. Also dass die Eltern wissen das schon wohl ganz genau. Manchmal natürlich, die Eltern wollen natürlich nicht wahrhaben, dass ihr Kind geht oder nicht mehr so lange lebt. Das ist natürlich klar. Und auch da ist eine gute Begleitung sehr wichtig, dass man einfach das Eltern vielleicht loslassen lernen können, so schwer das auch ist. Und Sie haben gesagt, Sie betreuen auch die Eltern dann ja so lange, wie Sie möchten. Können Sie auch dann weiterhin zu Ihnen kommen? Ja. Auch anschließend. Auch die Geschwister, immer. Großeltern. Was? Also alles, jeder, der zur Familie gehört. Auch Nachbarn vielleicht oder Freundinnen, Freunde. Das ist auf jeden Fall auch wahrscheinlich auch interessant für die Familien, dass man weiß, man findet bei ihnen auch weitere Betreuung. Für Sie als relativ Externer, als jemand, der zwar Kinderleben vertritt, Sie haben gesagt, Sie sind da reingekommen, haben die ersten Eindrücke gehabt und haben Sie auch ein bisschen Vorurteile gehabt am Anfang? Welche Vorurteile sollten es sein? Nein, keine Vorurteile. Angst mit Kindern in Kontakt zu treten, wie Sie das dachten, sprecht uns an. Ja, genau, man hat in dem Moment, also ich, nicht Mann, ich hatte... Wie soll ich reagieren? Ja, da kommt ein schwerkrankes Kind vielleicht mit einer Beatmungsgeschichte noch auf einen zugekrabbelt. Kann man das jetzt wie ein normales Kind einfach so hochnehmen, wie ich sonst auch machen würde, um es auf den Schoß zu setzen? In dem Moment, wenn man da ist, dann funktioniert das. Ja, selbstverständlich kann man das. Und es stehen ja sofort zwei Kinderkrankenschwestern neben ein und coachen ein. Ja? Anwalt auffangen. Die den Anwalt, genau, so wie im Kreis halt, die Ehemänner. Bevor es dann Rechtsprobleme gibt, ja. Also das ist, glaube ich, nur diejenigen, die mit solchen Krankheitsbildern noch nie in Berührung gekommen sind. Mhm. Was ich in den Gesprächen mit den Eltern, und das war dann doch weit mehr als ein Mandat und dann irgendwann auch Herzensangelegenheit, gemerkt habe, ist, dass die Eltern am Ende tatsächlich den Fokus rein auf das Kind lenken müssen und dankbar sind für die Unterstützung. Aber dann, wenn eine Störung im System da ist, also die Krankenkasse sagt, ja, wir haben eine ärztliche Verordnung, aber was soll das? Also wir genehmigen das nicht. In der Regel, auch wenn wir gesagt haben, vom Kinderleben und ich gesagt habe, das werden wir irgendwie anders finanzieren, ihr kriegt keine Gebührenrechnung von mir als Anwalt, sie nicht bereit waren, in diesen Kampf zu gehen, weil sie gesagt haben, wir brauchen die Kraft für das Kind und können jetzt nicht noch irgendwelche Rechtsstreitigkeiten führen. Das ist so ein bisschen was, wo man auf die Frage, die Sie vorhin gestellt haben, dann am Recht tatsächlich ein bisschen Kritik üben kann und sagen, dadurch, dass es manchmal so als gerade Kassen, die dann nicht so ganz groß sind und in diesem Geschehen nicht mit drin sind, die dann abgelehnt haben, wo die Eltern gesagt haben, dann nehmen wir das eben nicht wahr. Das ist toll, dass es euch gibt, aber bringt die Zulassung. Und wenn wir das dann kriegen, dann nehmen wir es auch. Aber wir haben kein bisschen Kraft neben dem Kind mehr. Und da merkt man dann, welche Anspannung da ist und welche Wohltat durch Kinderleben gegeben wird, dass diese Anspannung mal so ein bisschen zurückgehen kann. Und ich glaube, die schwersten Fälle auch bei Kinderleben sind dann die Eltern,
auch das habe ich selber erleben dürfen, die dann dabei stehen und quasi die Kinderkrankenschwester kontrollieren, dass ja diesem Kind nichts passiert. Ja. Da sind wir wieder beim Thema auch der Aufmerksamkeit und die sagen auch ein Loslassen, auch in, dass man sie quasi machen lässt, auch erstmal, damit die Eltern mal zur Ruhe können, mal eine Stunde schlafen. Wie beruhigen Sie dann Eltern? Ist das schwierig? Reagieren die unterschiedlich? Ja, es sind alle unterschiedlich natürlich. Wie gesagt, manche können ihr Kind abgeben und haben ein gutes Gefühl dabei und manche vielleicht weniger. Aber ich glaube, dass auch das muss man wertfrei einfach betrachten, weil wir sind alle verschieden und wenn das einer nicht kann, dann kann er es einfach nicht und dann ist das so. Und dann ist er einfach immer dabei und Mutter oder Vater und kontrolliert. Also ich persönlich kann damit umgehen, weil ich viel lange Jahre in dem Beruf arbeite. Ich glaube, für eine jüngere Kollegin kann das durchaus sehr schwer sein. Aber das gehört einfach dazu. Das ist nicht unser Kind, das wir betreuen. Das ist nicht mein eigenes Kind. Das sind die Kinder der anderen Familien. Wie schaffen Sie es für sich, eine Grenze zu ziehen? Wie schaffe ich das? Ich habe eine eigene Familie. Ich habe zwei erwachsene Töchter, um die ich mich kümmere. Und immer der Blick, es sind nicht meine Kinder, ich betreue die Familien, ich nehme auch Anteil, ich traue auch, aber ich stehe daneben und traue. Ich traue mit den Familien, aber ich bin kein Familienmitglied. Das muss man, oder das weiß ich einfach, das muss ich mir klar machen und dann geht das auch. Und ich brauche viel Freizeit auch für mich. Das glaube ich. Also man, für jemanden, der nicht damit direkt zu tun hat, das ist auch eine Frage, die ich mir stelle, wie man das dann auch als jemand, der hilft, man möchte helfen. Und wie schafft man es, dass man selber nicht noch mehr auch drunter leidet quasi? Und das so zu schaffen. Wie gehen Sie damit um als Initiatorin einer solchen Sachen, die nach außen geht? Da ist vielleicht auch die, kommen wir wieder zu der Glitzerwelt, die dann nochmal guten Tag sagt. Und dann kommt man aber wieder in das Haus und muss sich von verschiedenen Kindern auch verabschieden. Man ist einfach bodenständig. Also die ganze Glitzerwelt, so schön sie ist, ich brauche sie nicht. Ja? Kinderleben braucht sie als Einrichtung, um aufmerksam zu werden. Meine Mitarbeiter sagen immer, Esther, zieh dich ordentlich an, wenn du wohin gehst. Also ich habe mich heute ordentlich angezogen. Ja, sie nicht. Ich arbeite gern, also auch die Renovierungsarbeiten haben wir alle selbst gemacht. Und wie auch Franziska schon sagte, der Tod gehört zum Leben. Und ich glaube, die wenigsten machen sich Gedanken. Also ich kann Ihnen sagen, auch wenn der Mann Sie ärgert, ist es alles nicht wert. Geben Sie ihm einen Kuss, dass er gut aus dem Haus geht. Ich kann nur sagen, seien Sie nicht neidisch. Völlig egal, ob die andere drei Brillis hat oder nicht. Ja? Man muss sein Innerstes einfach selbst finden. Wo legt man seinen Wert drauf? Und ja, irgendwann muss ich gehen mit meinen Kindern und mit meiner Familie. Die wissen genau, wie ich es gerne hätte. Und natürlich ist es schwer, aber wenn sie sich mit dem Thema Tod mit sich selbst auseinandergesetzt haben, können sie auch viel besser gehen. Und dann gehört es auch zum Leben dazu. Und dann kann man auch gehen. Ja, und man hat einfach eine Bodenhaftung. Denn eins kann ich Ihnen wirklich versichern, Sie nehmen nichts mit. Ja, das bleibt alles hier. Und brauchen Sie es dann? Ob Sie es jetzt brauchen oder später, das muss dann jeder selbst entscheiden. Ich brauche es nicht. Aber was mir noch mal wichtig war, eben auch, was man bei uns nicht vergessen darf, wir haben Ehrenamtliche, die Arbeit unterstützen. Die Ehrenamtliche werden ausgebildet in der Sterbebegleitung und unterstützen natürlich auch die Krankenschwestern. Also auch das ist mir ganz wichtig, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Ich sage immer, egal was ihr wollt, gutes Essen, Handcreme, was ihr wollt. Ich würde am liebsten alles erfüllen. Es geht nicht immer alles, aber ein Großteil. Ich möchte, dass es den Leuten gut geht, egal ob den kranken Kindern. Aber ich möchte auch, dass die Mitarbeiter, ich sage, trinkt einen tollen Kaffee, holt euch ein Stück Kuchen. Also ich esse immer, dann müssen die zwangsweise immer mitessen. Genau. Ja. Wenn du zunimmst, müssen wir auch zunehmen. Ja, genau. Nein, aber dieses Miteinander finde ich wichtig. Und wie gesagt, auch bei uns, ne? Bitte? Ich sage auch Lebensqualität bei uns, ja. Sonst können wir auch nicht diese Arbeit machen, wenn wir und, selber. Auch das ist es mir, dass jedes, also wir haben ja
die Auflage, kann ich ja sagen, pro Platz eine Kinderkrankenschwester. Das stellt sich schon zu einer Herausforderung, nicht nur eine Kinderkrankenschwester, sondern jede Kinderkrankenschwester muss auch eine Palliativausbildung haben. Und ich möchte aber eben trotzdem, dass zu jedem Platz ein Ehrenamtlicher auch da ist, dass es eben auch so ist, dass die Kinderkrankenschwester begleitet, unterstützt werden. Dass, also im Grunde sind es zwei Personen, die sich um ein Kind kümmern. Ich möchte einfach, dass es allen gut geht, ja, dass keiner abgerannt. Natürlich ist es bei uns auch mal stressig oder viel Arbeit. Und es tut mir wirklich immer leid, wenn die Mitarbeiter müde oder abgespannt nach Hause gehen. Ich möchte es eigentlich nicht, dass es so ist, aber ich habe noch keine Lösung. Eine andere Philosophie als jetzt auch wirklich in Anführungsstrichen normal. Ich mir vorstellen, ein Krankenhausbetrieb, da wird jetzt nicht darauf geachtet, dass Beispiel der beste Kaffee serviert ist, wenn man ganz ehrlich ist. Sie wissen das, glaube ich, gerade auch zu schätzen, auch wenn Sie sagen, Kuchen, gut. Ja, natürlich. Also das ist, ich sage ja, diese Lebensphilosophie ist ja auch die, die wir den Kindern oder den Familien vermitteln wollen. Insofern, wenn es uns nicht gut geht, können wir auch keine gute Arbeit machen. Ja. Das steckt dahinter. Frau Peter, natürlich, ich will Ihnen nicht unterstellen, dass Sie vorher nicht schon mal dran gedacht haben und sich vielleicht Gedanken über das Leben gemacht haben, aber Ihnen kam ja auch der Einschnitt dazu, die Situation, wo Sie selbst vor der Notoperation standen. Das heißt also direkt auch mal mit dem Gedanken konfrontiert waren, was passiert eigentlich, wenn ich gehe. Wie sehr hat Sie das jetzt, natürlich merkt man das schon in Ihrer Art und Weise zu sprechen, dankbar zu sein zum Leben. Was war das für ein Schnitt, für ein Cut für Sie in diesem Moment? Also ich weiß nicht, ob Sie mich davor so nett gefunden hätten. Ja? Also ich hatte ganz andere Ansichten. Ja, man lebt, ja, aber vielleicht auch mit materiellen Dingen. In dem Moment, wo diese Not-OP kam und der Anästhesist sagt, Frau Peter, also wirklich wortwörtlich, ich glaube nicht, dass wir sie durchkriegen. Soll ich ihren Kindern noch was ausrichten? Ich kann Ihnen versichern, sie machen jeden Deal mit dem da oben. Und die Frage ist nur, wenn man dann danach wach wird, ja, da sind sie noch nicht gesund. Also ich habe extra in der Bibel nachgelesen, da steht drin, liebe Gott verzeiht alles. Aber ich denke immer, der gibt mir doch eins auf den Deckel, wenn ich mein Versprechen nicht halte. Er hat ja seins gehalten, ich lebe. Und ich habe innerlich, das ist vielleicht auch mein Antrieb, ich denke immer noch, oh, wenn ich jetzt einpacke, aber nicht dann doch sagt, hey, du hast aber gesagt, du machst es. Und er wird mir... Nein, also ich bin mir nicht so sicher, aber mir verzeiht. Also ich möchte mein Versprechen halten. Er hat seins auch gehalten und da muss man halt was zurückgeben. Wie reagierte Ihr direktes Umfeld dann auf diese Lebenswandlung? Denn auch vielleicht die Kinder und da ist die Mutter plötzlich verändert und verschreibt sich einem Projekt mit Haut und Haar. Also die Kinder sind ab und zu mal, oder waren zeitlang, es gab halt nichts zu essen bei uns zu Hause. Ja, also nicht selbst gekochtes, so muss man sagen. Also ich bin Pfälzerin, ich kann auch kochen. Es gab dann nicht immer selbst gekochtes. Und jetzt muss ich auch sagen, auch meine Kinder sind erwachsen. Die mussten dann immer mithelfen, ob sie wollten oder nicht. Ja, die mussten schleppen, Balken schleppen, renovieren, streichen. Ich muss auch noch dazu sagen, ich bin ja gesetzliche Betreuerin meiner geistig und körperlich behinderten Tante, die auch bei mir im Haus lebt. Ich die Pflege allein mache, ohne Pflegedienst. Und das war schon eine Herausforderung für die Kinder. Und auch das muss man mal ehrlich sagen, es gab mal einen Moment, wo die Tochter zu mir sagte, Mama, was hast du mir eigentlich angetan? Du hast was entdeckt, was Deutschland noch nicht hat. Ich kann ja nie besser werden als du. Und das, ganz ehrlich, das tut weh. Oder wo ich natürlich sagte, Mensch, Bündchen, egal was du machst, ich hab dich immer lieb. Aber ich glaube, das sind Gedanken, die stellt man sich vorher gar nicht. Vorstellen. Man kann sich das wahrscheinlich auch vorstellen, weil Sie jetzt natürlich als Vorbild nach vorne gehen müssen und vielleicht auch damit hadern, weil Sie ja selber gesagt haben, dieses ganze Öffentliche, dann muss man sich schick anziehen, muss es repräsentieren. Sie stehen quasi auch für dieses Projekt. Ja. Ja, und die Tochter geht nicht mehr mit mir auf den Marktplatz. Mhm. Also nach Bambi wollten wir eine Currywurst essen. Es war ein Drama hoch 10, wo sie gesagt hat, ich gehe mit dir, danach nicht mehr. Also das, ich glaube, das kann sich keiner vorstellen. Vielleicht denkt jeder, oh, das ist doch toll, wenn man sie kennt. Jeder spricht sie an, die Post, ja, der Marktplatz.
Oder es kommen dann eben Tage, wenn man nicht aufgestylt ist. Oh Gott, Frau Peter, sind Sie heute aber schlecht aus? Geht's Ihnen nicht gut? Ich habe nur kein Make-up im Gesicht, ja? Oder renn halt im Jogginganzug rum. Also das sind schon Sachen, wo man dieses immer beobachtet sein. Das war das Kleingedruckte des Deals, den Sie abgeschlossen haben. Ich glaube, das habe ich gar nicht gelesen, ja? Das Kleingedruckte. Das kennen Sie schon, das Kleingedruckte liest ja, von ja. Ja, also ich habe früher sehr zurückgezogen gelebt oder tue es eigentlich gern für mich oder für meine Familie. Das ist ein bisschen verloren gegangen und das wird irgendwann mein Ziel sein, wenn Kinder leben, alleine lebt und ich sag mal, mich in der Sinn nicht mehr braucht, dann bin ich wieder die Esther, die ich für mich privat sein möchte. Dann hoffen wir, dass das auch irgendwann für Sie so passieren kann. Ja, denn wir arbeiten dran. Genau. Sie beide arbeiten ja auch schon fleißig mit da dran. Wann haben Sie Frau Peter das erste Mal kennengelernt? 2009. Ja, 09. Ne? Ja. 2009 im Sommer. Da war das Hospiz fertig. Also es war fertig renoviert oder es war fertig eingerichtet, soweit. Die Spenden, die Sachspenden waren da, aber es ging nicht voran. Wir hatten weder die Heimzulassung, noch also die Betriebszulassung, noch den Krankenkassenvertrag. Und so kam man dann zu mir in der Hoffnung. Also wir haben recherchiert und ich wollte natürlich den besten Anwalt, den es gibt. Und das ist Herr Richter, ja, das muss man wirklich mal sagen. Und so, genauso wie ich die weltbeste Pflegedienstleitung, die weltbeste Krankenschwestern habe, da können andere sagen, was sie wollen, die habe ich. Ja. Und dann sind wir auf Herr Richter gekommen und er hat mich nicht gleich für verrückt gehalten. Ich habe ihn gefragt, er sagt nur ein bisschen. Und zumindest ehrlich, ja. Was haben Sie gedacht, als Sie Frau Peter kennengelernt haben, eine Frau, die mit so viel Energie da reingeht? Ja, sie hat mich gleich angesprochen. Ich fand sie sehr sympathisch. Sie sprüht vor Elan. Ich glaube, wir sind uns manchmal auch sehr ähnlich. Dann knallt das manchmal auch, aber es harmoniert halt auch. Ja. Und, ja, wir haben die gleiche Idee, den gleichen Hintergrund. Wir können reden miteinander. Wir mögen uns, genau. Ja, wir mögen das uns, ist weil wichtig. Wir miteinander reden können. Und ja. Und ich kann mich auch entschuldigen. Also wenn ich Fehler gemacht habe, weiß ich das auch. Und das, also mir kann man auch sagen, Esther, du bist auf dem falschen Weg. Natürlich tut es im Moment weh, aber wenn ich mich dann nicht selbst spiegeln würde, also ich möchte, dass es meinen Mitarbeitern gut geht. Und ich nicht als Chefin, natürlich muss ich es vorantreiben oder wir haften ja auch dafür. Es muss ja getragen sein, aber trotz alledem möchte ich, ich habe es noch nicht raus, aber ich möchte, dass es den Mitarbeitern wirklich gut geht. Und auch den Kindern vor allem gut geht. Jetzt haben wir so viel drüber gesprochen. Liebe Zuschauer, jetzt wollen wir natürlich auch noch mal einen Blick werfen in Kinderleben e.V., in das Kindertageshospiz. Jedes Kind, das haben wir hier schon besprochen, ist etwas Besonderes und jedes Kind bedarf einer speziellen Pflege und Zuwendung. Wenn die Diagnose klar ist, aber auch wenn die Diagnose unklar ist. Denn da gibt es auch Situationen der Unsicherheit, wo Kinderleben weiterhilft. Marco Wenzel, Ben Lehmann und Kim Knoll stellen Ihnen jetzt eine kleine Kämpferin vor. Ella ist schon 2 Jahre alt, aber eine unbekannte Krankheit lässt sie nicht älter werden als eine Neugeborene. Ja, sie hat irgendeine neurologische Erkrankung, man hat bisher nicht herausfinden können, was. Sie hat fast seit Geburt epileptische Anfälle, die sich nicht einstellen lassen durch Medikamente. Und ja, es ist ein Entwicklungsstillstand. Also sie kann letztendlich gar nichts außer schlucken und ganz bisschen greifen. Der Verein Kinderleben nimmt Ella zurzeit tagsüber zu sich, um die Mutter in der alltäglichen Arbeit zu entlasten. Was sie gerne hat, ist alles, was mit Musik zu tun hat. Hier gibt es auch eine Musiktherapeutin. Das ist natürlich eine feine Sache, dass sie das haben kann. Weil auch in den Zeiten, wo wir zu Hause sind, also sehr häufig ist sie auch im Krankenhaus, aber in den Zeiten, wo wir zu Hause sind, bin ich natürlich viel damit beschäftigt, dann Therapeuten sozusagen heranzubekommen, Physiotherapeuten. Und das ist natürlich schön, dass sie jetzt dann hier ein bisschen Abwechslung auch mal hat. 3-mal die Woche soll Ella zukünftig in das Kinderhospiz kommen, wenn die Krankenkasse es bezahlt.
Hier gibt es Raum und Zeit für sie und ihre schwere Erkrankung. Ein normaler Kindergarten könnte das nicht leisten. Im Spiel mit ihrer Schwester und beim Musikhören kann Ella dann ihre epileptischen Anfälle für einen Moment vergessen. Bis Ella später in die Schule gehen, vielleicht ein Instrument lernen kann, muss erst eine Diagnose für ihre Krankheit gefunden werden. Solange kann sie noch in Ruhe ihren Mittagsschlaf machen. Hier im Kinderhospiz Kinderleben. Jetzt haben Sie einen Eindruck bekommen, wie es aussieht im Haus bei Kinderleben e.V. Wenn Sie spenden möchten, bitte gerne bei Sponsoren für Hamburg melden. www.sponsoren-für-hamburg.de und wir leiten das sofort weiter zu Kinderleben e.V. Wir haben es gerade gesprochen, auch über Ella schon in der Zeit. Da ist die Diagnose noch unklar. Wie schwierig ist es dann für Eltern, auf der einen Seite, wenn Fakten geschaffen werden, auf der anderen Seite die Unsicherheit? Was ist schlimmer? Ich glaube einfach die Unsicherheit. Also es gibt schon Faktoren, die Eltern einfach kennen, aber sie wissen einfach nicht, wohin geht der Weg. Also wenn es eine klare Diagnose ist, kann man einfach sich belesen, kann ja, sich Informationen einholen und weiß dann so ungefähr, kann das sein, so ungefähr kann sich mein Kind entwickeln oder das wird passieren im schlimmsten Fall. Und wenn die Diagnose unklar ist, ist das einfach, ist jeder Tag, glaube ich, ungewiss und das macht noch mehr Angst und unsicher und lässt einfach auch ganz viel Lebensqualität für die Eltern einfach dann auch auf der Strecke. Wenn die Diagnose klar ist und, wie Sie sagten, auch der Zeitraum absehbar ist, wann beginnt dann eine Trauerarbeit? Beginnt es dann schon in der Sekunde, wo die Eltern konfrontiert werden? Ja, das beginnt immer ab dem Zeitpunkt der Diagnose. Ab dem Zeitpunkt setzt die Betreuung ein, ab dem Zeitpunkt beginnt die Trauerarbeit, die Begleitung. Wenn von den Eltern gewünscht. Also das ist ganz wichtig. Wir bieten die Hilfe an, aber die Eltern müssen schon zu uns kommen, ob sie die Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Und genauso ist es, denke ich, mit der Trauer, oder? Ja, aber ich habe die Frage so verstanden. Ich weiß jetzt nicht, ob wir, also für wen die Arbeit dann an, für die Eltern natürlich. Ja, natürlich. Und dann entscheiden sich die Eltern, jetzt brauchen wir Hilfe oder jetzt können wir da hingehen oder auch nicht. Aber für die Eltern erstmal ist ab Zeitpunkt der Diagnose beginnt die Trauerarbeit und einfach die müssen sich auseinandersetzen dann damit. Sie stehen selbst auch noch ein bisschen unter dem Eindruck, gerade eines jüngsten Falls, wo Sie sich wieder verabschieden müssen. Da ist wahrscheinlich auch jeder Abschied anders, genau wie jede Krankheit anders verläuft, jedes Kind seine Eigenarten hat. Gibt es da überhaupt irgendeinen Königsweg, den man beschreiten kann? Für mich? Nein, da kann man nicht. Wie gesagt, jede Familie ist anders, jedes Kind ist anders, jede Form der Begleitung ist einfach anders. Ich bin auch an manchen Familien enger dran als an anderen Familien und mich nimmt das eine Schicksal mehr mit als das andere. Das ist so, dafür bin ich auch Mensch. Und so wie der Weg des Kindes einzigartig ist oder der Familie, ist es für mich auch so und jedes Mal anders auch. Wir sprechen viel natürlich über die Kinder, die erkrankt sind. Und da gibt es auch die Geschwister, die dabei sind. Sie haben auch gesagt, dass Sie dann auch mal ein Auge werfen, das ist Ihnen auch sehr wichtig, auf die Geschwister. Die Geschwisterkinder brauchen einfach ganz viel Zuwendung, weil sie immer zurückstecken müssen, an zweiter Stelle stehen. Das ist für manche Kinder, oder manche Kinder profitieren auch davon, weil sie sehr selbstständig sind. Und für sich alleine dann auch Strategien entwickeln müssen einfach, wie sie irgendwie über die Runden kommen, sage ich mal. Also das ist nicht immer nur schlecht. Aber an erster Linie ist einfach der Verlust der Eltern, der Verlust des Geschwisterkindes und einfach die Angst, was passiert. Jüngere Kinder können das schlechter verstehen noch, aber die machen das auf der anderen Seite wieder wett durch ihre Unbefangenheit. Und ältere Kinder übernehmen oft sehr viel Verantwortung und verlieren dann irgendwie ihr Leben auch. Ein bisschen aus der Sicht. Ja. Sie hat gerade gesagt, der Verlust der Eltern, natürlich, weil die auch sich viel drum kümmern, vielleicht im Krankenhaus sind, ständige Begleitung. Aber Sie nehmen auch dann die Geschwisterkinder auf? Wir nehmen alles auf. Alles. Alles, was mit der Familie zusammenhängt und zu uns kommen möchte, nehmen wir auf.
Das ist die nächste Ausbaustufe, wenn man so sagen darf, an der wir jetzt arbeiten, dass wir tatsächlich auch für die gesunden Geschwisterkinder etwas anbieten können, was sich dann auch wieder, wenn ich so sagen darf, rechnet, was unterstützt wird und nicht nur durch die Spenden. Das Problem ist dabei, das rechtliche Problem, dass wir einen komplett anderen Personalmix, auch von der Qualifikation, brauchen. Dann sind es eben nicht Kinderkrankenschwestern, sondern dann sind es Pädagogen. Daran arbeiten wir gerade mit der Behörde, weil das der erste wirkliche integrative Kindergarten wäre. Aber das ist dann das nächste Projekt, wo wir wieder die Ersten sind. Also Sie setzen noch mal wieder eine Stufe drauf. Sie bleiben alle aktiv. Sie haben weiterhin Arbeit, um sich da weiter zu kümmern. Das heißt also, Sie planen auch, dass das Haus wächst. Soll es irgendwann räumlich wachsen? Wann? Nein. Sind die Grenzen also, erreicht? Das können wir einfach finanziell gar nicht wuppen, muss man ganz klar sagen. Die Räume bleiben so, wie sie sind, weil sie auch einmalig sind. Sie schon eine gewisse Atmosphäre haben. Kommen Sie auch mal vorbei, gucken Gerne. Sie. Nein, also das, also ich habe es zumindest nicht vor. Wer weiß, wer mein Nachfolger, wenn genügend Geld da ist, muss man immer so sagen. Dann kann auch die Räume wachsen. Aber wir sind klein und fein und ein kleiner Kreis. Und also ich habe es nicht. Ich möchte natürlich, dass die Qualität nach wie vor hervorragend ist und dass die Kinder, also die Familien, die wir aufgenommen haben, für die das Optimale geboten wird. Aber wir bleiben erstmal so. Erstmal so. Ist ja also räumlich bleiben wir räumlich. So. Die Ideen können noch wachsen. Das ist auch das Besondere. Dass einfach nicht, dass es keine Rieseneinrichtung ist, sondern wenn es klein ist, kann man auch noch mal ganz speziell und auf die einzelnen Kinder eingehen. Ja, wenn es sehr viele Kinder sind, sehr große Räume, dann hat das wieder so mehr so ein, wie soll ich das sagen, Heimcharakter oder Krankenhauscharakter. Und das haben wir eben nicht. Man hat das in dem Film ja auch sehen können, wie kuschelig, gemütlich es eingerichtet ist. Das sind viele liebevolle Gegenstände auch da, die das natürlich eine warme Atmosphäre geben auch. Wohin wollen Sie noch mit Kinderleben? Ich begleite Frau Peter. Also, ich möchte, was ich schon mal sagte, dass Kinderleben lebt. Also die Finanzierung muss einfach noch gesicherter sein. Also wir gehen nicht unter, das würde ich nie zulassen. Und wir, der gesamte Vorstand, also auch Herr Lautenbach und beide Dr. Dominions stehen da komplett dahinter. Aber es muss einfach gesicherter werden. Und dafür hoffe ich, dass die Zuschauer auch noch mithelfen und auch spenden an Kinderleben e.V. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren und so auskunftsreich waren und uns so einen großen Einblick gegeben haben in die Aktivitäten von Kinderleben. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, spenden möchten, melden Sie sich bitte bei Sponsoren für Hamburg. Und ich hoffe, dass Sie das nächste Mal auch wieder einschalten bei Prima, dem Charity Talk der Hansestadt Hamburg. Herzlichen Dank fürs Zusehen und tschüss.